Hallo. Da sind wir. Hallo. Guten Abend. Willkommen bei Zauber mit Gabi und Charlie. Mit Zauberstab. Wir können so Handzaubereien Mit nicht. Zauberstab. Ist hier mein Kühlschrank nicht so tief? Das höher machen. Fummel, Fummel. Ja. So. Charlie, So, wie bist du man am sieht, Klickern? wir haben uns umgezogen. Oh, Ja, Gabi hat du uns weißt, ich. umgezogen. Ich habe ja ein paar Seiten erbinkt. Und jedes Mal, wenn ich an irgendwelchen Leuten vorbeigelaufen bin, also überwiegend weiblichen Charakter, haben die geschrien. Das ist kein angemessenes Outfit, um hier rumzulaufen. Verstehe ich gar nicht. Da habe ich mir gedacht, ja gut, ziehst du vielleicht doch mal eine Hose an. Naja, gut, eine Hose ist das jetzt auch nicht. Das ist ein Mantel, ne? Hat der eine Nee, Hose der hat auch drunter? eine Hose. Ja, der hat eine Hose drunter. Der hat Naja, das gut. Slytherin-Outfit. Ja, gut, So. so. Dann würde ich Moment. sagen, gehen wir in das Klassenzimmer oder? Ja, Richtung dem Was Gelben, ist denn hier oder? los? Pest und Cholera? Ja, das ist die Gasabteilung. Selbst Ferdinand Octavius Pratt hat einen guten Platz. Und ich? Hier im Gestank. Woran sehe ich denn eigentlich, ob das oben oder unten ist? Sehe ich das überhaupt? Die Kleine ist jetzt Ja, Lehrerin. Dass sie nicht da von hast ihrer du jetzt bei den Fakultät Truhen zum gerade gefressen Beispiel, hast du dann nochmal einen Pfeil dran, unten oder oben. wurde. Also die Truhe ist quasi hinter der Sie Tür, sollten wissen, die will ich Sie aufkriegen. haben eine Ja, gut. Obstnase. Bei den Aufträgen kann ich dir das jetzt gar nicht so sagen. Ja, das gelbe Symbol ist ja jetzt quasi hier vor Aber meiner das Nase. sehen Hier Sie können wir aber gar nicht nicht, rein, kleine oder? Ja, dann müssen wir wieder Ich rechts lebe gehen. einfach. Ja, ist das dann oben die Treppe hoch? Dann probier's es einfach. Ja, da komme ich ja gerade her. Ich bin extra runtergelaufen, weil ich dachte, er wäre unten. Ja, es ist unten. Guck, jetzt ist da ein weißer Pfeil dran, dass es weiter unten ist. Ah. Das ist das, was ich meine. Aber geh nochmal hoch. Und geh rechts in die Tür rein. Ja. Entschuldigung. Kannst du das tun? Es ist jetzt hier unter dir. Ja, aber wie kann das sein? Ich bin ja nur eine Hier Treppe hochgegangen. okay. Ja, das Schloss ist sehr groß und sehr Achten Sie auf die labyrinthisch, Fliesen, ist mir in denen Sie aufgefallen. sind. Da müsste es ja quasi hier in der Ebene, in der Ebene sein. Guck mal, jetzt Na, zeigt er auch super. wieder nach unten. Oder? Ja. Jetzt hier auf der Ebene. Ja. Hallo, Zaubern ist verboten. Ja, dann geh mal irgendwo anders rein. Ach ja, hier bin ich auch durchgelaufen. Ja, stimmt. Ja, oh, cool. Pausenhofer. Kannst Pausen, Obstgarten oder was und immer biegen machen, habe ich festgestellt. Ich streichel meine Oh, das war Katze. die dumme Katze. Nein, das liegt nicht in unserer Natur. You dog. Guten Tag. Da. Was ist mit dem Raum, Professor? Dasselbe habe ich mir auch gedacht, Dick. Vielleicht könntest du. Oh,
Entschuldigen Sie, Dick. Ah, da sind Sie. Mit der Maske, ne, das ist... Ich hoffe, Ihre ersten Stunden liefen gut. Ja, schon, Professor. Das hörte ich von den Professoren Hackett und Ronan. Professor Fig hat Ihnen auf dem kleinen Umweg offenbar einiges beigebracht. Wo waren Sie nochmal? Bei Ruinen? Ich vermute, dass mehr hinter Ihren Reisen steckt, als Sie mir gesagt haben. Ist es nicht so? Wählen Sie weise. Hat Professor Feig nichts zu meiner Ausbildung gesagt? Er ist immer noch sehr zugeknöpft, was die Details angeht. Nur ein paar Zaubersprüche hat er erwähnt. Revelio und Lumos? Das ist richtig, Professor. Aha, als wollte man einem Streeler ein Sonett entlocken. Trotzdem müssen Sie auf dem bereits Gelernten aufbauen. Darum habe ich Ihre Professoren gebeten, Ihnen Zusatzaufgaben zu geben, damit Sie schneller vorankommen. Ist ja nett. Mhm. Was, mehr Arbeit? Ich bin nicht sicher, ob ich Zeit dafür habe, Professor. Die finden Sie schon. Sie werden sicher verblüfft sein, wie viel Sie noch lernen können. Professor Ronan wartet gerade draußen, um Ihnen Ihre erste Aufgabe aufzutragen. Kommen wir jetzt zu dem erwähnten Ausflug nach Hogsmeade. Wir haben dafür gesorgt, dass alles, was Sie unterwegs verloren haben, ersetzt wird. Samen, Trankrezepte und Zauberanweisungen. Danke, Professor. Und Mr. Ollivander stattet Sie mit dem perfekten Zauberstab aus. Sie sind im Unterricht gut mit dem geliehenen Zauberstab zurechtgekommen. Aber mit einem eigenen Zauberstab geht alles noch besser. Kennt man ja. Ja. Tränkeladen, Zauberkraft. Ja. Ein Ollivander in Hogsmeade? Ja, sein Laden in der Winkelgasse ist wohl bekannt. Es ist ein wahrer Glücksfall, ihn in der Nähe zu haben. Mr. Ollivander ist ein hochkompetenter Handwerker und genialer Zauberstabmacher. Ich lasse mich nur von ihm ausstatten. Ist ja super. Oh je, er hat seine Samen verlegt. Hoffentlich raubt ihn niemand. Ja. Hat er halt verloren unterwegs. Passiert doch. Ich weiß nicht genau, was Sie damit meinen, Professor. Was ist das? Zauberanweisungen sind eine Art Rezept zum Beschwören von Objekten. Ich erzähle Ihnen mehr dazu, wenn Sie mit der Arbeit an Verwandlungszaubern begonnen haben. Mhm. Und ja, über Tränkeladen auch noch. Können Sie mir mehr über den Tränkeladen sagen, Professor? Bei J. Pippins Zaubertränke gibt es diverse Trankzutaten, aber Rezepte verkaufen sie nur selten. Professor Sharp hat darum gebeten, dass man dort bestimmte Rezepte für sie bereithält. Was für ein Luxus. So, dann sehr schön. Bitte nehmen Sie zu Ihrem ersten Dorfbesuch jemanden aus Ihrer Klasse, mit der Sie herumführt. Vielleicht Sebastian Seller oder Natsai Omnai. Ich habe sie öfter mit ihnen gesehen. Die Natti oder den Sebastian? Also ich wäre... Die sind bitte nervig. Ich würde... Nur einen Tag sucht einen Seppel. Der Seppel ist also eine Schmalzlocke. Das sind alle... Ja, dann nehme ich. Nehmen wir den Sebastian. Ich möchte mit Sebastian gehen. Sehr schön. Mr. Cello ist ein fähiger junger Zauberer und kennt die Gegend. Er sorgt dafür, dass ihn unterwegs keine von Victor Rookwoods Schergen begegnen. Rookwood? Okay. Ein ziemlich ekelhafter Einheimischer. Man geht ihm und seinesgleichen besser aus dem Weg. Wie auch seiner rechten Hand. Theophilus Harlow. Sind Sie mit Professor Ronans Aufgabe fertig, wartet Ihre Begleitung am Schlosstor. Sie sollten sich sputen. Je eher Sie die Arbeit beenden, desto schneller können Sie in den drei Besen ein Butterbier genießen. Aha. Mhm. Ich wollte schon immer ein Butterbier. Bin mal. Steuerkreuz links. Revelio. Das war's, ist das? Bing, bing. Ja,
Ja, mit dem Sprechen, um die erste Aufgabe zu erhalten. Achso, das sind meine Zauber. Links von dir. So, ich dachte, das gäbe da. Das kannst du auch. Da siehst du da. Seite ist es wieder weg. Wenn du jetzt da rangehst, dann taucht die auf. Dann kannst du sammeln. Sehr schön. Und das ist jetzt noch mal machst mit dem Ding, dann müsste es weg sein. Teilweise Verwandlung. Lesen wir ja nicht vor. Yep. Siehst du? Kannst trotzdem die Truhe auf der anderen Seite noch holen. Ach, naja, Schal. Ein Schal mit in Schwarz-Weiß. Aha. Nadelstreifen. Nadelstreifen. Boah, Edelschal auch noch. Mhm. Ach, da sind sie. Hallo. Können Sie mir vielleicht einen neuen Zauber beibringen? Ja, in der Tat. Einen wirklich nützlichen Zauber. Den Wiederherstellungszauber Reparo. Der repariert wirklich alles. Jedes Objekt ist im Handumdrehen so gut wie neu. Klingt, als könnte es nützlich werden. Öfter, als man es sich vorstellen mag. Wie Professor Weasley erwähnte, bin ich nicht der Einzige, der Ihnen Zauber außerhalb des Klassenraums beibringen wird, damit Sie mit Ihren Freunden mithalten können. Einige Professoren haben sich ebenfalls bereit erklärt, aber zuvor werden sie von Ihnen vorbereitende Aufgaben verlangen, um Ihre Zauberkunst zu verfeinern. Ich habe einige vorbereitet. Sehen Sie sie sich an und dann melden Sie sich bei mir. Dann werden Sie Reparo im Handumdrehen erlernen. Na, bevor sie hier kommen. Warum muss ich für Reparo erst Aufgaben abschließen? Keine Unterrichtsstunde kann praktische Erfahrung ersetzen. Und diese Aufgaben werden Ihnen genau das beweisen. Erfahrung ist unerlässlich beim Erlernen einer neuen Magieform. Dazu müssen wir aber erstmal die Magie kennen, ich oder? Ich mache mich sofort an die Aufgaben, Professor. Durch die Maske wird die bestimmt auch nicht besser. Doch. Die Hannibal-Maske. Hier bin ich richtig. Wo ist nur die fliegende Seite? Revelio! Und da seid ihr schick. Ja, ein bisschen weiter. Ich war. Ich hatte mich vorhin auch Hogwarts gespielt, ich habe kurz Nähe geluckert. Oh, die Seite ist weiter oben. Müsste es hier nicht auch dann Bing machen? Keine Ahnung, ich habe die aber gerade gesehen. Guck nochmal in die Richtung, da ist er. Da! Hat aber nicht Bing gemacht. Nee, R2 Viereck war das. In Richtung zu der Seite. Soll ich mal spoilern? Nein. Nein, nein. Jetzt hast du einen Zauber verraten. Geschafft. Sehr schön. Das war die Aufgabe? Ja, soll die Seiten suchen. Guck mal, kannst du hinten bei dem Typen wieder mit Licht? Geh mal zurück. Zurück. Da in den Gang rein, ja. Mach mit dem Lichtding da. Letztes Mal ging das doch auch. Lumos. Also, wieso? So, was haben wir da gemacht? Was hat man doch gemacht? Da ging uns die Kugel auf. Haben wir denn irgendwas anderes? Da unten frei kommt auf den Sockel, zeigt es auch die Feder an.
du das? Ja, du musst bestimmt auf die Kugel schießen. Gekommen. Nee. Oder das wird später noch verstärkt. Was macht sie? Er versucht die Zauber aus. Da ist eine Feder abgebildet. Hier muss irgendwo eine fliegende Seite sein. Ich drücke Tasten. Kennt man doch. Die ist schon längst weg, die Seite. Da ist er. Da war sie. Da ist er. Da war sie. Klasse. Ja. Sehr schön. Lass dir den Sieg über Cello bloß nicht zu. Totale Vorbereitung jetzt. Ich hoffe, die ersten Aufgaben haben Ihnen nicht zu viel Mühe. Ich habe die Aufgaben erledigt, Professor. Fabelhaft. Mit Basiszaubern kennen Sie sich offensichtlich aus. Versuchen wir es mal mit dem alten Wiederherstellungszauber, ja? Denken Sie an präzise Aussprache und Bewegungen. Und das Ganze bitte mit Elan. Also dann, Zauberstab bereit. Ja, Sir. Denken Sie daran, Ihr Zauberstab ist ein Fokus für Ihre Magie. Ta-ta-ta. Leg mal, du müsstest jeden, wenn du einen Zauber machst, die Symbole nachmachen. Ja, weiß ich, mache ich ja. Nein. Du machst sie nur einmal, wenn du lernst. Aber jedes Mal, wenn du den Zauber machst, müsstest du auf dem Touchpad die Symbole nachmachen. Das musst du mal vorstellen. Okay. Das wäre doch witzig. Mit der Wiederherstellungszauber Reparo kannst du zerbrochene Objekte und Teile der Umgebung reparieren. Genau so, sehr gut. Wenn Sie das Reparieren üben möchten, versuchen Sie es mit der zerbrochenen Statue in der Nische am Wasser. Angeblich stellte sie Herzschmerz dar. Vielleicht hat das eine verlassene Seele etwas zu sehr aufgebracht. Mhm. Falsche Wo ist hier eine kaputte Statue? Da warst du vorhin, hast du versucht, eine Seite zu fangen. Ach, das Wasser meint er, meint nicht den Brunnen. Reparo. Sehr schön. Funktioniert wie von Zauberhand, was? Mhm. So, und was sollte ich hier machen? Meine Stimme geht weg. Da haben wir noch nicht. Levioso hat er doch gesagt. Danke, Poker. Ich dachte, haben wir noch gar nicht. Doch, sicher. Ach, das ist diese Feder, oder? Das Feder-Ding ist doch Levioso, oder? Was? Das mit der Feder ist doch Levioso, oder nicht? Ja. Da war halt, hast du das wohl nicht gemacht? Nee, ich hab das mit dem Stab oben gemacht. Sicher irgendwann eine Revanche fordern. Okay. Wenn Hogwarts die Herrschaft dieses Schulleiters überlebt, sollte ein Mondkalb die Leitung übernehmen. Also diese Karte macht mich wahrscheinlich bekloppt. Warum? Was immer. Na, sieh an, wer hier ist. Hallo. Hallo, Sebastian. Ah, mein neuer Schützling. Ich höre, du benötigst dringend ein paar Dinge und ich soll dich deshalb nach Hogsmeade begleiten. Ist das dein erster Besuch im Dorf? Ja, seitdem ich hier bin, habe ich Hogwarts nicht verlassen. Nun, dann will ich mich bemühen, dich mit dem Ort bekannt zu machen.
Hogsmeade ist ein charmantes kleines Dorf. Selbstversorgt. Dort sollten wir alles finden, was du benötigst. Wollen wir? Könnte ich mal ja sagen. Der Stress fängt an, wenn du mehrere Vierer-Slots für Zauber hast und wechseln willst in den Kämpfen mit Steuerkreuz. Das wird lustig. Oh ja. Oh ja. Das sehe ich bei Charlie auch noch nicht. Ich rede immer so schnell in Panik und dann... Gar nicht. Da denke ich auch, da wird's dann auf einmal frisch regnen oder so. Professor Weasley mich mitgeschickt hat. Ich auch. Danke übrigens. Natürlich. Du bist der Einzige, der mich im Duell besiegt hat. Ich denke, ich sollte dich lieber im Auge behalten. Mhm. Mal Bing Bing abzuhören. Die macht überall Bing Bing. Gar nicht Bing Bing gemacht. Hast du nicht dieses kleine Bing 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 Bing? Apropos Weasley, sie scheint dich echt ins Herz geschlossen zu haben. Wirklich? Da war ein Bing. Ich bin überrascht, dass Professor Weasley mir etwas anvertraut, so oft wie ich schon nachsitzen musste. Du musst also ziemlich oft nachsitzen. Nur so viel wie nötig ist. Links. Revelio. Bist so weit weg, das ist noch so leise. Dann gehen wir erst weiter. Was haben Sie jetzt vor? Ja, geh weiter. Ich suche die dann wieder außerhalb. Ah, ein Wildschwein. Mach das mal zum Leben, bitte. Was? Apropos, was für ein Wildschwein? Der Ausflug nach Hogsmeade hat's mir vielleicht erspart. Ja. Schön, dass ich helfen konnte. Madame Scribner, die Bibliothekarin, war, wie so oft, hinter mir her. Professor Weasley kam, um mich zu holen und überzeugte die alte Scribner, ich hätte noch was zu tun. Müssen wir da hinrennen? Haben wir keine Kutsche oder einen Besen? Nee, du hast aber keine Schnellreisepunkte in dieser... in dem Dörfchen. Also, wie hast du es dir mit der Bibliothekarin verscherzt? Tja, das liegt wohl an unseren Meinungsverschiedenheiten. Sie ist der Meinung, ich sollte die verbotene Abteilung nicht betreten, aber ich sehe das etwas anders. Oh, sieht schon schön aus hier. Moment. Hier kann man Flohfliegen sammeln. Sie sind hübsch, aber wenn man sie lange genug schmort, sind sie auch eine potente Zutat für Zaubertränke. Eine potente Zutat? Dann sammeln wir ein paar. Und jetzt ein Konzert. Und Bing. Bing. Bing doch mal durch. Vielleicht ist da ja auch die Seite. Nee, ist keine. Muss da mal gucken. Das weißt du doch nicht. Bei Merlins Bad, da, aus dem verbotenen Wald. Was ist denn? Schau selbst. Beeindruckend, oder? Das sieht man wirklich nicht jeden Tag. Also Charlie auch mal in Schutz nehmen, sie macht das wirklich gut mit Input-Lag. So schlimm ist das doch gar nicht. Meint ihr, Poppy hat die Hippogreife schon gesehen? Auf jeden Fall. Vermutlich. Links siehst du den verbotenen Wald. Schüler haben dort keinen Zutritt. Daher der Name. Richtig. Sie halten ihn für zu gefährlich. Ich finde, sie sollten mehr Vertrauen in unsere defensiven Fertigkeiten haben. Ah. Wo kommt denn dieses Getröte her? Sind das diese komischen Fliegen? Die Blumen. Ach so. Wie geil. Das Handbuch ist ja wirklich praktisch. Welche gesamte Blumen sind auch cool. Überleg mal, du hast die im Zimmer stehen. Boah, willst du bekloppt werden. Die ganze Zeit. Ich dachte, das wären diese Fliegen, die wir da eingesammelt haben. Nee, da standen auch die Blumen. Revelio. Zwischen dem Doppelstrauch und dem einfachen. Boah. Hattest du schon Gelegenheit, das Schloss zu erkunden? Pilze. Ein wenig. Es ist gewaltig. Das stimmt.
Ich bin schon 5 Jahre hier und stehe immer noch am Anfang. Seite sind auch noch welche. Es gibt so viel zu sehen und zu entdecken. Aha, irgendwas, was du mit uns teilen möchtest? Irgendwann vielleicht. Ich kann dir schlecht all meine Geheimnisse verraten. Ha? Du hast mir noch gar nicht gesagt, wie du so gut im Duellieren geworden bist. Schicke Drachenkutsche. Ich mag die Fahrt, die Bombe zu fressen. Das sind doch Drachen gewesen. Ah, die waren mager, fütter die mal. Oh, das ist ein Truder. Ja, Charlie macht wieder alles kaputt. Ja, kann ich das machen? Blöp. Du kommst jetzt wieder raus, wenn du dich reingepackt hast, ja. Der kann ja sogar klettern. Oh, ja, dann lauf halt nicht weiter, ja, du Dummkopf. Das haben die uns am Anfang vom Spiel sogar gesagt. Da musste man eine Mauer hochklettern. Vergessen? Ja. Wenn ich da so richtig shoppen gehen will, ne? Brauche ich aber eine große Einkaufstasche, um das hier alles wegzuschleppen. Ich hätte auch die Fässer kaputt schießen können. Ich fand Testrale, die Kutschen ziehen, immer etwas grausig. Aber ich nehme an, dass die meisten Menschen sie gar nicht sehen. Aber du kannst sie sehen. Leider. Aber du selbst hast auch schon einiges gesehen. Vor allem diesen Drachenangriff. Hoffentlich verläuft dein restliches Jahr ruhiger. Kleiner Drache. War doch ganz lustig. Da sind wieder Pilze. Ach, Mr. Moon, gefunden. Der Hausmeister von Hogwarts. Sieht etwas mitgenommen aus. Wer er? Kennen Sie unseren Neuzugang schon? Freut mich. Sie sollten umkehren, Mr. Shallow. Umkehren und wegrennen. Ist alles in Ordnung, Sir? Er sah mich an, mit Augen groß wie Untertassen. Was, Mr. Moon? Ein Dummy. Geist. Hässlich, haarig, furchterregend. Ich bin dann im Schloss, wo es sicher ist. Viel Glück Ihnen beiden. Möchte mal meinen Zauberstab sehen? Demigeist? Ich weiß nicht, was der ist. Wollte nichts auf die Karte. Da ist ein Tastenabdruck. Viel davon. Ich habe Mr. Moon noch nie so erlebt. Kommst du noch bis dahin, um dass das außerhalb vom Gebiet ist? Nee. Ah, scheiße. Pilze. Ja, shit. Da kannst du Depp nicht hochklettern. Das ist zu musig, du rutschst da weg. Ja, aber komme ich nicht hier dran? Ein bisschen näher rein, bestimmt. Eins tiefer. Okay, oder so. Links hast du mal die Steine. Mr. Moon ist recht eigen. Meine Schwester Anne mag ihn. Aber ich finde, er könnte sich als Hausmeister mehr mühen. Aber Ansaugung tut er dir alleine, ne? Ist deine Schwester. Habe ich gerade überlegt, weil das runtergefallen ist, ja, ist aber weg. Besser gesagt, sie war es. Also gehe ich davon aus, dass er die. Sie wird schon bald nach Hogwarts zurückkehren. Von alleine einsammelt. Revelio. Oh, no.
Sehr schön, haben wir auch. Eins von zwei Buchseiten in Hogwarts. Nicht so viele. Kann ich hier überall rein? Ehrlich, nee. Wenn man die Magie dieses Ortes abfüllen könnte. Ich weiß nicht, ob es die Läden oder die Menschen Katze streicheln. Sind, aber Hogsmeade hat etwas an sich. Es zieht uns hin wie die Motten zum Licht. Nächstes Spiel spiele ich mit Alf. Nicht ärgern lassen, machst du super. Oh je, wenn du das spielen würdest. Was? Oh je, wenn ich das spielen würde, wüsste ich, dass ich bei diesen Tröd-Tröd-Blumen eine Weile rumstehen würde. Du würdest mitsingen. Ich glaube, ich werde gerade mal einen Tröd-Tröd holen. Was? Wort entdecken. Das sind keine neuen, unbekannte Spielmechanik. Im Prinzip spielt hier Assassins mit Zauberstäben. Charlies, lest die Sachen. Es gibt viele Infos, die man braucht. Ja, Gerbi hat das eingeführt. So normal hätte ich das vorgelesen. Also, wie machen wir's? Weasley meinte, du hast eine Liste mit Dingen, die du brauchst. Einen Zauberstab zum Beispiel? Ja, Diptamsamen, Anweisungen und Zaubertrankrezepte. Perfekt. Bin gespannt auf deinen neuen Zauberstab. Ich auch. Eine kurze Liste lässt dir genug Zeit, um den Ort zu erkunden. Ich muss kurz in einen Laden und was für meine Schwester holen. Komm zum runden Platz, wenn du fertig bist. Okay. Denk daran, alles klar. Hab Spaß. Es ist Hogsmeade. Ja, Spaß, Spaß. Ja, ja, hast du einen Hüftspring? Ja, Hogsmeade. So, das Dorf Hogsmeade steckt voller Interessenspunkte, Läden und andere interessanter Dinge. Was? Eieiei. Nix, mach weiter. Wir müssen Spaß haben, Charlie. Ja, Spaß, Spaß. Ah, okay. Mein Samstag, Lockenporium. Also Friseur, ja. Hutladen. Besenknecht. Hier ist Feuerwerk. Scherzartikel. Zaubertränke. Da müssen wir hin. Wälzer und Schriftrollen. Nee, hier müssen wir hin, Ollivander. Nee, ja, und zu den Tränken müssen wir aber auch. Ja, aber der pulsiert doch hier. Ja, hier wir müssen doch erst den Zauberstab. Was? Schnabel und Brut. Tierbedarf. Tierwesenbedarf. Hier soll die Wanderte. Da, vor dir. Oh, ich will immer die Tür öffnen, dabei geht die von alleine offen. Schon wieder. Erstmal die Sachen von dem durchwühlen, ne? So, ich möchte ja, den oben links. In der Mitte von dem Nein, rechten. Oben den. Ja. Ich will den neben den grünen. Zwischen den roten. Ich bin gleich bei... Fass mich nicht an. Sie sind es. Einen Moment, bitte. Ah. Guten Tag, ich suche... Einen neuen Zauberstab, ja. Höchste Zeit. Ja, ich... Höchste Zeit? Sie sind doch neu in unserer 5. Klasse, oder? Ach, was rede ich? Natürlich sind Sie's. Gestatten, Gerbold Ollivander. Aber Sie haben sicher bereits von den Ollivanders gehört. Den besten Zauberstabmachern der Welt. Freut mich, Sie kennenzulernen. Wirklich. Gut, das kommen Sie. Auf dem Kopf. Finden wir den perfekten Zauberstab für Sie. Nein, du nicht. Ah. Ich will von oben den haben. Ja. Das ist auch ein grüner. 10,5 Zoll? Ich wollte neben dem grünen das haben. Gehen? Hier, probieren Sie den. Das ist der falsche. Na los, schwenken Sie. Seltsam. Danke. Ja. Nochmal, na los, schwenken Sie richtig. Und
Der passt ja gar nicht zu Ihnen, was? Sag ich doch. Wir finden schon etwas für Sie. Nein, du nicht. Vielleicht. Ja. Wieder ein Grün. Edelholz, 13¾ Zoll, Drachenherzfaser. Probieren Sie das. Das klingt schon besser. Aus. Den will ich nicht. Ach, Herr Jed. Für dich geht's wohl zurück ins Regal. Das ist doch weitaus kniffliger, als ich angenommen hatte. Sehr verblüffend. Wo bist du? Vielleicht du? Genau da oben. Da ist es. Ja. Aber neben dem Grün, hast du gesagt. Das Richtige sein. Ja. Hier. Hab ich wohl verguckt. Nehmen Sie. Jetzt. Aha. Also Haselnuss, Einhornhaar, spröde, 10¾ Zoll. Den finde ich aber nicht schön. Nee. Den machen wir erstmal anders. Wirklich interessant. Ja, guck mal unten die durch. Klassisch. Faszinierend. Den finde ich schön. Der ist auch nicht schlecht. Nein, ich möchte keine... ich habe schon wieder vergessen, dass ich das ausstellen wollte. Wirklich interessant. Ja. Der letzte? Der hat was. Der ist die Knochen. Naturgrau. Ich finde den ganz schön. Kannst du nur noch einfärben an der Seite. Findest du den nicht schön? Ich habe Angst, dass da so bricht in der Mitte, dass sie zu dünn aus. Diese Einhornspitze. Wirklich interessant. Ja gut, dann nehmen wir den mal. Guck mal hinten. Nee, warte mal, guck doch mal links nach der Farben. Und den gibt's ja auch noch einen Braun. Faszinierend. Ein warmes Braun. Ja, dann so. Und nimm mal den ersten Staub, den du hättest. Ja. Wirklich interessant. Mach da mal andere Farben. Nee. Faszinierend. Bambusstaub. Komm mal auf die zweite Farbe. Geh mal auf den Bambusstaub, die zweite Farbe. Das Bambus? Weiter. Wirklich interessant. Die zweite Farbe. Das ist auch nicht verkehrt. Unten das? Faszinierend. Ja. Ne, wenn dann schon die. Ja, das ist auch, geht auch eigentlich, ja. Die Farbe finde ich irgendwie lustig. Gefällt mir. Ja, dann nehmen wir den. Was gibt's noch so hier oben? So, Holzart. Wirklich interessant. Und was tut das? Kirsche. Er hat ja Noppen. Mehr. Esche, Buche, Kirsche. Faszinierend. 10¾ Zoll oder? 14,5, 13,5. Und so. Also ich wäre für 14. Wirklich interessant. Also schau, die reichen 14, okay. Und lass das peitschend. Ohne irgendwelche Einwände. Peitschend. Peitschend mit Noppen in 14 Zoll in Kirsche. Guck mal, was es noch so gibt. Nein, ich will peitschend. Biegsam. Recht biegsam, ziemlich flexibel, sehr flexibel,
Überraschend geschmeidig. Überraschend geschmeidig. Leicht federnd, biegsam, elastisch, spröde, hart, solide, starr, unnachgiebig, unnachgiebig, leicht nachgiebig, unnachgiebig. Hä, das ist doch das Gleiche. Ich möchte trotzdem peitschend. Wirklich interessant. So. Aus was möchten wir denn? Einhornhaar, Phönixfeder, Drachen, Herzfaser. Warte mal, die Feder der Phönix als Zauberstabkern dient und eine große Bandbreite an Magie erzeugen kann. Ja, also dient und bekannte beständige Magie erzeugt. Und mächtige Magie. Ich wäre für mächtige. Okay. Was war das Erste? Was wirklich toll, dass man in dem Laden vollkommen seinen Zauberstab kreieren kann. Ja, ne? Sowas müsste es auch mal geben. So, was sagtest du? Nee, oben bei den vier Feldern, was ist das Erste gewesen? Ja, das. Das war nur peitschend. Ach so. Zusammenfassung. Okay. Ich hoffe Drachenherz. Ja. Ein Stab mit Drachenherzfaser ist sehr mächtig und lernt schnell. Ja, nee, nehmen wir. Also, wir haben Kirsche, Drachenfaser, Peitschen, 14 Zoll. Gekauft, oder? Was meinen Sie? Außergewöhnlich. Und so beginnt eine weitere strahlende und magische Zukunft. Na, wie hat sich das angefühlt? Gut. Toll. Anders. Ich habe etwas wie ein Auffallen gespürt. Ein perfektes Paar. Ihre Bindung scheint besonders mächtig. Der richtige Zauberstab lernt von Ihnen, wie Sie von ihm lernen. Ich möchte ihn ausprobieren. Das will ich meinen. Ein Drachenherzfaser-Zauberstab kann spektakuläre Magie wirken. Und die Verbindung zu Ihrem Zauberstab sollte nur stärker werden. Erschrecken Sie nicht über die Fähigkeit Ihres Zauberstabs, Ihre Absicht zu erahnen. Vor allem in Momenten der Not. Klingt wundervoll, Mr. Ollivander. Ich werde Sie nicht länger aufhalten. Kommen Sie wieder zu mir, wenn ich Ihnen irgendwie helfen kann. Alles klar. Siehst du? Ja, nix. Wir müssen doch noch in drei Läden rein. Sag ich doch. Ja, aber da war ja jetzt zuerst das, oder? Oder war das egal? Ich denke, es ist egal, ob du gehst da überall rein. Nein, wir wollen uns ja eh hier mal umgucken, was hier. Hier ist ein Besen. Ist die Kneipe raus. Wir wollen nicht saufen. Hallo. Erstmal hier was essen. Erstmal vollstopfen. Vor allem in Momenten der Not. Ja. Die werden bald kommen, wenn die ersten Kämpfe losgehen. Revelio! Ich habe an Pinguin gedacht. Kannst du nicht da laufen? Nee, hier drin nicht. Räumen wir es bei die Tasche, ja.
scheint noch höher zu sein. Die verdient genug, die 60 piepen kann die ab. Ist das eigentlich das Gesamte oder ist das, was wir gekriegt haben? Da. Bist du ranziehen, oder? Was ist die draußen? Ich glaub, die ist draußen. Ich glaub, die ist. Auch, die ist draußen. Aber hier scheint trotzdem irgendwo was zu sein. Noch höher. Hier links geht's auch nochmal. So. Ach, da ist wieder Eingang. Da fliegt sie. Da. Nee, was? Falsch. Hier so. Nee, so. Dieser Husten macht mich wahnsinnig. Entschuldigung. Aber hier kann ich nicht runter. Doch. So, wo müssen wir jetzt hin? Zu dem Getränkeladen, denke ich. Hier Feuerwerk rum. Willkommen bei JP. Verzeihung, Sir. Oh, so ein Glück. Als ich die Glocke hörte, dachte ich, Sie wären Miss Laweng. Nicht, dass sie sich hier blicken lässt. Obwohl, sie habe ich hier auch noch nie gesehen, glaube ich. Tatsächlich bin ich zum ersten Mal in Hogsmeade. Tatsächlich? Nun, Perry Pippin, zu Ihren Diensten. Sie sind bei J. Pippins Zaubertränke. Tränke für jede Gelegenheit. Das steht schon auf dem Schild, aber Großvater wollte immer, dass ich es sage. Wie kann ich Ihnen helfen? Professor Weasley schickt mich. Ich brauche ein paar Rezepte. Ich bin neu in Hogwarts. Ihretwegen hat sie die Eule geschickt. Ich habe alles sofort bereitgestellt. Wenn Sie so sind wie ich in Ihrem Alter, dann wollen Sie Ihre Trankzutaten so schnell wie möglich. Ist das Tränkebrauen nicht eine faszinierende Kunst und so wirkungsvoll wie jeder Spruch, meine ich? Sind Zaubertränke wirklich so vielseitig? Sie sind zwar nicht so eindrucksvoll wie Zauber, aber sie sind genauso mächtig. Sie können heilen, vernichten, schützen. Das werden Sie bald zu Genüge erfahren. Da Sie zum ersten Mal hier sind, sollten Sie wissen, dass ich nicht nur Trankrezepte verkaufe. Ich biete auch fertige Gebräue für verschiedenste Gelegenheiten und kreiere auch neue von Zeit zu Zeit. Kommen Sie immer mal vorbei, um nichts zu verpassen. Aber jetzt holen wir Ihnen erstmal die Rezepte, ja? Okay. Wie kann ich heute behilflich sein? Ja. 272. Schon nicht viel ausmachen. Ja, ist das jetzt unseres oder was? Ja, ja. Hydrostrank. Rezept für einen Trank, der auf der Haut des Trinkenden einen felsigen Film entstehen lässt. Ein Schutz vor Schaden schützt. Kosten null. Nehmen wir.
Nö, nehmen wir mit. Heiltrank, ja, nehmen wir mit. Sehen Sie sich ruhig den Rest des Inventars an. 1200! Wenn Sie es heute eilig haben. Wollt ihr mich verarschen? 1200! Maximaltrank. Zarte Flügel für die Fokustrank. Was? Die haben wir doch von gesammelt, die Flurfliegen. Ja. Ja. Mhm. Dort. Aber wie teuer das alles ist. Kampfwerkzeuge. Fokus dran. 500. Alter, Wald. Ja, aber da macht es ja mehr Sinn. Es macht ja mehr Sinn, die Rezepte zu kaufen. Ne? Ja. Also darauf zu sparen. Das geht. Kannst fix auf 10k kommen. Also. Echt? Okay. Und hier kannst du auch noch Sachen kaufen. Anziehsachen. Das steht da ganz groß da. Verkaufen. Ach so, Verkauf. Außergewöhnlich. Boah, das haben wir alles. Okay. Wo haben wir das denn alles? Interessant. Die Mütze kenne ich, die kann ich verkaufen. Kriegen wir ja nur 30 für. Ist ja egal, kennt wie man da oben ist. Den Schal kennen wir auch. Wir können ja einen anderen anziehen. Sieht man nur die man im Inventar hat? Oder auch das, was man anhat? Ich denke mal, das, was man anhat, auch. Nee, die Mütze sehen wir ja nicht. Wir haben ja diesen komischen Pottdeckel auf. Weil dann würde ich sagen, geh nochmal raus, zieh dich mal an, dass wir immer das Bestmöglichste anhaben und dann kannst du die Rest eigentlich rausklappen, ne? Okay. Also du musst eh verkaufen, nur die, wo du im Inventar hast. Okay. Dann gucken wir mal bei Handschuhen. So, da hätten wir, das sind schwarze Lederhandschuhe gewöhnlich, die wir jetzt anhaben. Dann haben wir von Elfen gefertigte elfenbeinfarbene Handschuhe. Außergewöhnlich. Und Freiluft-Duell-Handschuhe. Hervorragend. Die sind besser. Und die? Die haben offensiv 7 und die anderen haben 10. 20 freie Plätze für Klamotten. Sie sehen es gerade. 17 von 20 Hammer. Wir müssen die echt verkaufen. Ja, okay. Die Hammer. Kopf, Gesichtbedeckung. Da haben wir schon. Ja, aber die Brille drin. Und ja, die Maske. Ja. Und die Mütze haben wir gerade verkauft. Ja. Ja, gut. Griff haben wir noch keinen. Da haben wir jetzt diesen komischen Nadenstreifen. Oh, nimm den. Schlechter. Okay.